Was ist der Leitsatz der Spreeathener? Wir können alles, doch uns kann keiner. Und uns schmeckt prima, das liegt am Klima. Berliner Weiße mit Schuss, ja. Ein flotter Volksstamm ist hier zu Hause, ist ziemlich fleißig, macht auch gern Pause und trinkt oft fröhlich bei der Sause. Berliner Weiße mit Schuss und alle, die Sie hier so sehen, in unseren Szenen heute laufen, fahren oder stehen, sind Menschen, nicht bloß Leute. Grüßen Sie Ihren Mann schön. Hoffentlich kommt er bald wieder auf der Bühne. Danke, Herr Kasuko. Und schönen Feierabend. Na, da bin ich mal nicht so sicher. Warten Sie, Frau Bienert, ich helfe Ihnen. Ach, der Kasuk, immer zur rechten Zeit da. Zufall, Frau Bienert, Zufall. Nee, dafür haben Sie eine Bejahung. Ist Ihr Mann schon zurück? Nee, aber heute soll er kommen. Ja. Und wie jetzt meinem Herrmännchen? Was einkaufen, wa? Also wissen Sie, Herr Kasunke, mit der Fernfahrerei, das ist auch kein Leben. Mein Mann ist immer unterwegs und ich bin immer alleine. Und dafür haben Sie ja Herrmännchen. Der sorgt schon dafür, dass seine Mutter sich nicht langweilt. Nicht, mein Schatz? Eddie, na, was gibt's denn noch? Na, natürlich bleibst dabei. Weg einem alten Kumpel, was verspreche denn? Was? Ja, ja, dein Zeitplan, ich weiß. Ich bin in einer halben Stunde da, wie abgemacht. Also, bis gleich. Sehen Sie, er schläft. Und wenn er aufwachen sollte, Fläschchen und Windeln sind hinten im Netz. Ja, aber ich... Ja, wenn der Mann noch nicht stirbt. Wer? Herrmännchen? Nicht das Herrmännchen. Mein Mann, einen Unfall hat er gehabt. Ich soll sofort ins Krankenhaus. Ach, herrje, was ist denn passiert? Hinaus weiß ich ja auch nicht. Aber das verstehen Sie doch, dass ich sofort zu ihm hin muss. Ja, natürlich. Ach, danke, Herr Kasunke, wusste ich doch. Auf Sie kann man sich verlassen. Ach, würde ich bloß ohne Sie tun. Tschüss, Herr Kasunke. Ja, aber Frau Wiener, ich... Das ist eine schöne Bescherung. Was du denn? Da wird langsam Zeit. Nicht so laut. Was ist das denn? Da siehst du doch ein Baby. Ja und? Was na und? Was willst du damit? Willst du das vielleicht mitnehmen? Ja, was denn sonst? Da geht etwa hier auf der Straße stehen lassen. Wenn ich das bei mir zu Hause in Duisburg erzähle, dann glaub ich, dann wieder kein Mensch ein Baby mitnehmen. Ich habe versprochen, auf etwas aufzupassen. Auf den Bruch! Das ist der einzige Schwachsinn.
Ernste Bruch ist ein einziger Schwachsinn, warum ich Idiot? Das ist doch ein ganz alten Safe, den kriegst du doch mit Zahnstocher auf. Keine Alarmanlage und nix, weil sie Nachtwächter haben. Und der Nachtwächter ist mein Freund, das ist doch spitze, das kannst du nicht anders sagen. Und außerdem, normalerweise ist in der Safe überhaupt nichts drin. Warum willst du denn überhaupt knacken? Da kann ich nicht sagen, weil heute so ein ausländischer Kunde da war. Der wollte unbedingt Bargeld loswerden, aber für die Bank war das schon zu spät. Das ist doch unter Garantie, ist das doch schwarzes Geld. Da kann man das doch auch ruhig klauen, oder? Schöne Moral. Also warum ich blöder und mich auf sowas überhaupt einlasse, nachdem ich mich mühsam ein anständiges Leben aufgebaut habe. Mensch, wenn du nicht bei mir noch was gut hättest, alter Freund. Siehste, hab ich aber noch was bei dir gut, bei der Arbeit. In Duisburg, der Knast, wäre auch nicht besonders gemütlich gewesen, das kannst du mal glauben. Aber trotzdem, ich hätte dich nicht gefragt, wenn das nicht ein echter Notfall wäre. Konnte doch kein Mensch auch nur ahnen, dass der Karlchen einbunkern würde und ausgerechnet in dem Moment, wo ich einen erstklassigen Safe-Knacker brauche. Ne? Komm, für mich bist du auf dem Gebiet die Katzapität. Mach mal keinen Rotz an der Backe, ja? Warum machst du eigentlich nicht? Nee, komm, ich allein schaffe ich das nicht. Nun komm, was machen wir nun? Was, womit? Mit der Blach hier. Aber was denn schon? Mitnehmen natürlich. Bist du mich schon... Wenn der schreit. Herr Michi schreit schon nicht, das ist ja lieber Junge. Du, und eine sage ich dir. Wenn der schreit, dann dreh ich ihm den Hals um. Du, eine sage ich dir, wenn du dem Kleinen auch nur ein Härchen kriegst, dann kriegst du es mit mir zu tun. Ist das klar? Der Kleine ist mit von der Partie. Sonst macht deine Safe-Kapitität. Katzapität. Eine Fliehe. Da ist er. Ach, du bist's, Eddie. Ich dachte schon, es wäre ein richtiger Einbrecher, weil ihr so leise wart. Was soll ich denn ein richtiger Einbrecher? Was ist eine Beleidigung? Ja, schon gut, schon gut. Arsch. Nur bind mich mal fest, hab deinen Strick nicht. Was will der? An den Schreibtisch sollen wir ihn binden. Warum denn das? Was glaubst du denn, du Dussel, warum ihr hier so ungestört den Safe knacken könnt? Was soll ich denn der Polenta erzählen, wenn ich nicht gefesselt bin, wenn er mein Kollege kommt? Ah ja, das ist logisch. Ja. Also, was ist denn das? Was ist denn da drin? Ein Krokodil. Spinnt ihr? Ein Baby? Seid ihr denn von allen guten Gästen verlassen? Wenn das Weich jetzt anfängt zu brüllen, da brüllt schon nicht, nicht, wenn du nicht blöckst. Da mach ich nicht mit. Das war nicht vereinbart. Da steig ich aus, wenn da jemand draußen vorbeikommt. Von dir lasse ich mir noch lange nicht das Maul verbieten. Bitte, da haben wir den Salat, Mensch. Komm her, Herr. 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 Komm her,
Mensch. Oh, ja, ja. Ist ja eiskalt. Mensch, dann machst du warm. Ja, wo? Na, in der Kaffeemaschine. In der Kaffeemaschine. Wo in der Kaffeemaschine? Ja, da. Ja. Mensch, mach uns doch nicht nervös, Affe. Ja, ja. Ach, was liebe ich, meinen Beruf. Wir haben nur noch 20 Minuten, dann kommt die Ablösung von Egon. Hör jetzt auf mit Versuchen, das Kind zu säugen. Geh an der See. Ja, Mensch, dann halt du ihn so lange. Nee, ich schon mal früher ich nicht an. Außerdem, ja. Ich muss dich ja assistieren. Ja, weil er die Milch zu heiß gemacht hat, daher kommt er. Versuch du es mal. Los. Ach, warte, den kann er auch nicht leiden. Ja, das kann ich verstehen. Das ist ja nur die Uniform. Wisst doch jeder, der Kinder- und Hunde-Uniform nicht leiden können. Sieht so aus. Was soll ich? Die Uniform sollte ausziehen, sonst wird der Blatt noch nie aufzuschreien. Also gut. Hier, halt mal. Mensch, lass die bloß nicht fallen, sonst gibt's warme Ohren. Was veranstaltet der denn da? Eddie, hat es. Erst treibst du und dann stehst du da rum. Gib ihm das Herrmännchen und komm. Und sieg nach Hause. Wie soll ich denn bloß was hören, wenn ich nichts hören kann? Männer, so wird das nicht. An der Uniform sieht er ja wohl nicht, siehst du wohl. Wenn er deinen Knuffelbody sieht, dann schreit er bloß noch schlimmer. Zieh dich mal wieder an. Wie denn? Jetzt nicht sofort anfangen, dann können wir gleich wieder aufhören. Das wäre der Gescheiteste. Aus dich will ich nicht mehr schlauen. Früher warst du noch nicht so der Traumfunzel. Jetzt gibt er mich schon mal so einen heißen Tipp, dass heute ausnahmsweise ordentlich benutzt in der Kasse. Ich brauche Ruhe zur Arbeit. Du bringst dir so einen Schreihals mit. Der Herrmännchen, der schreit nicht, das ist ein lieber Junge. Ja, wasch denn hier deine Windeln voll. Oh, ich hab die Schnauze voll. Gehst du mal lieber wechseln. Ich? Das hab ich noch nie gemacht. Aber Zeit, dass du das lernst. Aber ausgerechnet ich, wo ich so geruchsempfindlich bin. Ich bin schon eher die Quelle. Geht nicht. Die Klamotte muss antik sein. Eddie, hör mal. Ausnahmsweise hast du mal recht gehabt. Die Windeln waren voll. Sie braucht bloß um vernünftige Menschen zu kommen. Dann ist er auch still. Wie alt soll der Safe sein? 30 Jahre oder älter. Wird der nie benutzt? Und keine Alarmanlage. Ganz sicher. Dafür verwette ich die Juwelen meiner Urgroßmutter. Trotzdem, irgendwas stimmt da nicht. Wie stimmt was nicht? Siehst du noch nur noch alles? Nein, sehen tue ich nicht. Aber mein Instinkt. Instinkt, du hast das ganze Helm von Instinkt. Den Stink, den kannst du deine Hut stecken. Der hält dich bloß von Arbeit ab und fang endlich an. Psst, psst. Also, ich weiß nicht. Wir sollten das Ganze sein lassen. Schutz, bis hierher sind wir schon gekommen. Und da, hinter der Türken, da lauern 50 Mille. Nun marsch, du kannst das Geld doch auch gebrauchen. Mach hin, mein Kollege ist schon unterwegs. Noch extra. Hast bei der Jägen, Herr Männchen, die krumme Dinger teuer, wa? Hast eigentlich auch recht. Hört mal zu, ich steige aus, mir gefällt die Sache nicht. Ruhe mir das Herrmännchen, Jan, du! Wenn ich da noch einen guten Rat geben darf, lass die Finger auf von dem Safe. Irgendwas ist faul an der Schule. Ach was, du hast auch bloß der Windeln gestrichen, voll aus der Kanze. Lass mir wenigstens die Bohrmaschine hier und der andere Krempel. Wenn ich schon mal hier bin, dann versuche ich das eben alleine. Gute Idee. Ich schenk dir das ganze Zeug. Brauch ich sowieso nicht mehr. Opa. Siehst du, Herrmännchen, ich hab's doch geahnt. Irgendwas ist faul an der Sache. Instinkt, Herrmännchen, Instinkt, genau wie bei dir. Entschuldigung.
stehen! Was machen Sie denn hier? Ich? Ach, wissen Sie, Hochmeister, mein Kleiner ist so nervös heute. Albträume hat er gehabt, nicht? Und da hilft dann immer am besten die klare Nachtluft, die reine, ozonreiche. Was ist denn da noch in der Tragetasche? Das sehen Sie doch. Windeln, eine Pulle. Nein, in der Tasche. Muss aber schon drin sein. Das Baby, hören Sie doch. Lassen Sie mal sehen. Hoffentlich hat er die Windeln nicht voll. Ja, ist in Ordnung. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt die richtige Zeit ist, um so einem kleinen Kind auf der Straße. Da haben Sie eigentlich recht, Herr Wachmeister. Komm schon. Wo er recht hat, hat er recht, Herr Wachmeister. Da bin ich wieder. Ach, Sie sind's, Frau Bienert. Kommen Sie doch rein. Gut, dass Sie nicht früher gekommen sind. Bitte? Was? Was ist denn nur mit Ihrem Mann? Ach, Gott sei Dank, ganz gut gegangen. Nur ein paar Kratzer. Hätte alles viel schlimmer kommen können. Ja, das kann man wohl sagen, viel schlimmer. Wieso? War was mit Hermännchen? Hermännchen? Überhaupt nicht. War er brav? Sehr brav, Frau Bienert. Mehr als brav. Der hat mir ja buchstäbliches Leben gerettet. Ich meine, den Lebensabend. Ach Quatsch, den Abend meine ich. Den Abend hat er mir gerettet. Na, Hauptsache hat nicht zu viel geschrien. Doch hat er. Aber immer genau zur rechten Zeit. Besonders einmal. Ja, bitte? Ich komme wegen der Anzeige hier in der Zeitung vom letzten Samstag. Aber telefoniert. Die gnädige Frau erwartete Sie etwas später. Jean? Ist das der Mann, der wegen des Automobils kommt? Ja, gnädige Frau. Guten Tag. Guten Tag. Ich dachte, wenn ich etwas früher komme, falls es eine Gelegenheit ist. Es ist eine Occasion. Eine äußerst interessante Gelegenheit. Kommen Sie. Ich zeige Ihnen. Darf ich anmerken, liebe Frau, der Tee ist angerichtet. Stellen Sie ihn warm schon. Sehr wohl, liebe Frau. Darf ich Sie fragen, was Sie beruflich machen? Also, wenn ich ehrlich sein soll... Ich mag ehrliche Leute. Ich bin derzeit ohne Beschäftigung. Na, dann sind Sie genau der Richtige. Ich nehme so ziemlich alles an, was sich als Job eben so bietet. Ein Arbeitsloser, wunderbar. Ach, der ist ja wunderschön. Das war ja schon immer mein Traum, offen fahren. Aber ich habe gehofft, der Wagen wäre älter, eben billiger. Aber den Wagen will ich Ihnen gar nicht verkaufen. Das ist meiner. Es geht um diesen Wagen. Gerade sage ich Ihnen, dass ich derzeit, naja, ohne Einkünfte bin. Aber der Wagen ist längst nicht so teuer, wie Sie glauben. Verstehe. Sie lassen mir 300 nach, dann kostet er nur noch 69.700, ne? Er kostet 150. Was denn? 150 Mille? Na, das ist er nur auch wieder nicht wert. 150 Mark. Sagen Sie mal, warum machen Sie die Witze ausgerechnet mit mir? Nee. Guten Tag, nee, Frau. So warten Sie doch. Ich würde gern an Sie verkaufen. Wirklich gern. Kein Interesse. Auch Ihre Yacht interessiert mich nicht. Und auch nie Ihr Ferienhaus im Tessin. Ja. Der Wagen kostet definitiv nur 150 Mark. Aber das Auto ist 70.000 wert. 76. Na also. Ich habe mir vorgenommen, den Wagen an den Ersten, der kommt, für 150 Mark zu verkaufen. Sie sind der Erste. Das wäre doch hirnrissig. Ja, das ist es. Genau das. Also... Jetzt bringen Sie mich aber ganz schön ins Schwitzen. Was soll ich da sagen?
Vielleicht sollte ich Ihnen erst mal erklären, warum ich den Wagen so billig losschlagen will. Ja, das wäre nett. Kommen Sie, trinken Sie Tee mit mir. Vielleicht noch etwas Gebäck? Nein. Ja. Gebäck. Also, mein Mann ist vor einer Woche gestorben. Oh, mein Beileid. Danke. Der Wagen, um den es hier geht, gehörte ihm. Aber das ist doch kein Grund, den wertvollen Schlitten einfach zu verschleudern. Da gibt es doch gewiss gemeinsame Erinnerungen oder so, nicht? Nein, gemeinsame Erinnerungen gibt's nicht. Ich bin mit dem Wagen nie gefahren. Das war seiner Geliebten vorbehalten. Oh, gleich nochmal, mein Beileid. Danke. Jung, süß, blond. Schlank. Gebäck. Danke, so. Diese Dame erbt nun also auch. Was Sie nicht sagen. Ja, und zwar den Erlös aus dem Verkauf dieses Wagens. 100. Bitte? Ich meine, so gesehen ist die Karre doch nicht mehr als 100 wert, oder? Ja, warum eigentlich nicht? Also gut 100. Ich werde der Dame diesen stattlichen Betrag gleich morgen überweisen. Am besten, wir machen sofort Vertrag. Ich habe alles vorbereitet. Ich soll... Ich meine, ich muss ihn also gleich mitnehmen. Ja. Das ist meine Bedingung. Danke, Jean. Gute Fahrt, mein Herr. Das nehmen Sie wohl an. Nicht erraten. Was? 100 Mark. Eine Unverschämtheit. Und die schickt sie Ihnen wahrscheinlich morgen mit dem Geldbriefträger. Dieses ausgekochte Luder. Haben Sie gewusst, dass er Ihnen den Erlös aus dem Verkauf der Luxuskarosse vermacht hat? Na klar, das war eine abgesprochene Sache. Aber als ich dann die Anzeige gelesen habe, kam mir plötzlich ein Verdacht. Dass er die Karosse weit unter Wert verkaufen wird. Richtig. Um Ihnen eins auszuwischen. Richtig. Ihrer vorzüglichen Hilfe haben wir es vereitelt. Hier, Ihr Honorar, inklusive Auslage. Und 50 Mark Sonderprämie. Sie haben sie redlich verdient. Es ist wirklich beeindruckend, wenn man an zwei so großzügige Frauen gerät. Tag. Tagchen. Ja, und Katzenstreu? Katzenstreu. Und das Mischfutter für mein Kanarienvogel? Ja, ich wundere mich schon die ganze Zeit, dass Ihre zugelogene Katze ihren Kanarienvogel nicht längst gefressen hat. Aber Herr Schöpfer, das würde Fritzchen doch nie tun. Fritzchen, er liebt Hansi ab Breakfast. Der könnte ihm stundenlang zuhören. Alter Katzkopf! Dem kann man natürlich nicht stundenlang zuhören. Katzkopf! Du hoch! Also Schnabel, das macht zusammen 20 Mark 13. Ja. 20 Mark rund, stimmt so. Dankeschön. Dann grüßen Sie Hansi schön von ja, mir. Ja, mach ich. Wiedersehen. Wiedersehen, ja? Fräulein Waldeck. Na, junger Mann, was darf denn sein? Ah, ich bin Ludwig Melchert. Wir hatten gestern telefoniert. Ach so, ja. Angenehm. Sie studieren Veterinärmedizin? Ja. Naja.
Also, 10 Mark die Stunde, wie abgemacht? 8 Wochen, dann sind die Semesterferien vorbei. Haben Sie sowas schon mal gemacht? Voriges Jahr, bei Körner in der Schultestraße. Und? War der zufrieden mit Ihnen? Ich glaube schon. Dann werde ich's wahrscheinlich nicht sein. Nun ziehen Sie sich mal einen Kittel über. Und wo? Hinten im Lagerraum. Ah, ja. Na, Zucki, was willst du? Es ist wegen Frieda. Die schläft immer unter dir, hat gesagt. Ja, was denn? Sag ich mal. Die schläft doch nicht. Sicher schläft die, aber ich meine, jetzt Frieda. Hey, hast du doch schon vor 2, 3 Jahren bei mir gekocht, nicht? Du weißt doch, auch so eine kleine Maus lebt nie ewig. Frieda ist... Vielleicht ist sie krank, oder? Ich untersuche sie mal. Hm? Vielleicht auch nur verstopft. Warte einen Augenblick. Unterhalte dich so lange mit Atze. Na, Atze, wie geht's? Bleiben Sie mal hier. Welche von denen ist denn der da am ähnlichsten? Die da vielleicht. Das finde ich auch. So, das ist jetzt Frieda. So ein Kleiner kann es noch nicht verarbeiten, dass sein Liebling tot ist. Den muss man beschwindeln. Hier. Ja, was soll ich denn damit? Na, anständig will ich haben. So, Zocki. Frieda hatte tatsächlich nur eine Verstopfung. Ja, ist was? Oh Mann, wenn ich das dem Tierarzt sage... Du, das wirst du mal schön bleiben lassen. Das darf ich nämlich nicht. Ich bin nämlich kein Tierarzt, verstehst du? Weiß ich doch. Sonst darf ich sowas nie wieder machen. Bleibt unter uns, Herr Köppert. Hab ich mal. Und was muss ich bezahlen? Nicht. Ich hab ja Frieda nur ein bisschen massiert. Dankeschön, Herr Köppert. Tschüss, vielen Dank. Verstanden? Das bleibt unter uns. Kraft. Sie führen auch Tiere. Ich brauche eine Katze. Das trifft sich gut. Ich verkaufe sie. Bitte. Dealer. Das ist ein Kater. Das da zum Beispiel ist eine Katze. Oh, die gefällt mir nicht. Die guckt so falsch. Kein Tier ist falsch. Deshalb habe ich auch noch kein Viech falsch gucken sehen. Warum wollen Sie überhaupt eine Katze zulegen, wenn Sie von Katzen nicht verstehen? Na gut. Dann nehme ich die. Halten Sie die in der Wohnung, oder? Die kann raus. Hm. Mit dem Sterilisieren wissen Sie Bescheid, oder haben Sie auch Platz für Ihre Jungen? Na, wenn Sie die nicht sterilisieren lassen, kriegt sie Kinder. Die kommen weg. Wohin? Zum Tierarzt? Tierarzt, der verdient da bloß. Sie werden so los. Guten Tag. Bitte? Ich sagte guten Tag. Wollen Sie die Viecher nur verkaufen oder nicht? Will ich schon, aber nicht an solche Menschen wie Sie. Bitte, dort ist die Tür. Hoffentlich wollen Sie nicht weiterempfohlen werden. Auf Ihre Empfehlung kann ich verzichten. Schöner Geschäftsmann. Na, was ist? Körner in der Schultestraße hätte ihm die Katze bestimmt verkauft, wa? Na, Logo. Deshalb bezweifle ich auch, dass Sie für mich der Richtige sind, wenn Sie bei dem gewissermaßen Ihre Lehre absolviert haben. Herr Chef? Ja. Herr Köppert, was nehmen wir heute? Nur Katzenstreu, die übliche Menge. Okay, bring ich nach hinten. Guten Tag. Na, junger Mann, was soll's denn sein? Also entweder ein Streifenhörnchen oder ein Felsenjockel. Ach ja, Nymphen für dich. Oder einen jungen Jagdhund. Na, da fragst du am besten mal den Chef, hä? Hast du ihn noch nie entschlossen, oder? Für meinen Vater, zum Geburtstag. Ach, der hat sich noch nie entschieden. Naja, er weiß es ja noch nicht. Mama meint, weil Nymphen für dich sprechen kann. Andererseits, einen Hund kann man streicheln. Ein Streifenhörnchen wohl nicht. Die beißen meistens. Hätten sie denn Jagdhunde? Nee. Muss ich bestellen. Dann bestellen Sie bitte einen. Janssen, ist gut. Sag mal, ist dein Vater auch so gut beieinander wie du? Ja schon, aber keine Sorge. Wird mich schon um den Hund kümmern. Wo wohnst du denn? In der Böttcherstraße. Wieso? Weil du denn jeden Tag ein paar Mal weit rausfahren musst, wenn der Hund seinen Auslauf braucht. Sein was? Seinen Auslauf. Stell dir mal vor, mein Junge. So ein Hund will laufen, rumtollen, der braucht Platz. Was läufst du denn über 100 Meter? Ich? Ja, du. Ich bin in der Schule vom Sport befreit. Deshalb brauchst du doch nicht gleich den Hund vom Sport zu befreien.
Warum kaufst du deinem Vater neben Meerschweinchen? Weil ich meinem Vater einen Hund schenken möchte. Die Frage ist nur, ob der Hund auch deinen Vater möchte. Ich bin ja auch noch da. Ich werde ihn schon gut ernähren. Davon bin ich überzeugt. Deshalb kriegst du von mir auch keinen. So, Chef. Wenn Sie mal bitte quittieren wollen. Ja, also. Bis nächste Woche dann. Tschüss, Helmut. Tschüss, Herr Köppe. Und wie wär's mit deinem Pudel? Der will auch rumwetzen. Na gut, komm ich eine große Torte. Das machen wir, mein Junge. Obwohl ein Fahrrad besser wäre für dich und deinen Vater. Wenn ich ausrichten. Okay, Chef. Inzwischen habe ich eine gewisse Übersicht gewonnen. Ah ja? Allerdings frage ich mich. Was? Ob die 10 Mark, die Sie mir pro Stunde zahlen wollen, nicht vielleicht ein bisschen viel sind. Wieso? Na, bei Ihrer Geschäftstüchtigkeit müssten Sie doch eigentlich längst pleite sein. Mit Pfeifen und Trompeten. Herr Köppert! Was willst du denn hier jetzt schon am frühen Morgen? Fass doch mal eben mit an. Was soll ich? Mal mit anfassen. Habe ich das bestellt? Keine Zeit, ich muss gleich wieder weg. Moment mal, wo kommen denn die Kaninchen her? Ich hol's auch gleich wieder ab. Junge, du machst mal vielleicht Spaß, du. Herr Köppert, wissen Sie, so, ich weiß im Moment nicht, wo ich die Kaninchen unterbringe und wie ich sie verpflegen soll. Das ist ja entzückend. Und da schleppst du sie mir hier an den Laden? Ich hol's auch bald wieder ab. Da können Sie sich drauf verlassen. Morgen, Herr Köppert. Hm. Haben wir die bestellt? Nee. Was hast du gesagt? Ja, natürlich habe ich die bestellt. Versuchstierzucht Anton Schubke. Aha. Was heißt denn aha? Lass doch deine dusseligen Bemerkungen. Ist nur so. Ich habe in den Frühnachrichten gehört, dass bei der Firma Schubke heute Nacht eingebrochen wurde. Die haben eine ganze Wagenladung Tiere abgekarrt. Na, glaubst du, ich höre nicht Radio? Die Tiere sollten heute an ein Tierversuchslabor ausgeliefert werden. Ich weiß. Verdammt nochmal. Tja, und nun? Diese naive Pfeife. Ja, hat sich tatsächlich gedacht, bei Ihnen wären die Tierchen sicher. Herr Köppert hat er gedacht. Der ist Tierfreund. Der wird nicht viel fragen. Dieser Blödkopf. Ruinieren kann ich mich alleine. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Mich in diesen Schlamassel zu bringen, dieser... Blödkopf. Ja, hat sich's ganz schön einfach gemacht. Soll ich Ihnen mal sagen, wie Ihre Konkurrenz in einem solchen Fall verfahren würde? Nein. Ich weiß. Das kommt für Sie nicht in Frage. Aber die würden die Karnickel einfach bei der Polenta abliefern. Kommt überhaupt nicht in Frage. Na sehen Sie, dachte ich's mir doch. Andererseits... Wenn man die Tiere hier bei Ihnen im Laden findet, kann sie das Ihr Gewerbe kosten. Ich bring den Kerl um. Finde ich keine gute Lösung, Chef. Also, wenn Sie mich fragen... Ich frag dich aber nicht. Na, nur sag schon. Ich würde sie abliefern. Obwohl du weißt, dass sie in einem Versuchslabor enden? Tierliebe hin, Tierliebe her. Es geht hier möglicherweise um Ihre Existenz. Ja, ist Ihnen das nicht klar? Ja, ja, okay, ich hab ja verstanden. Ich bin ja nicht blöd. Hier, hol mein Auto vom Hof. Wir bringen sie weg. Das ist ein Wort, Chef. Mann. Da habt ihr mir vielleicht was eingebrockt, ihr Eierköpfe. Warum vermehrt ihr euch auch so hektisch? Das dankt euch kein Mensch. Die ganze hübsche Mühe für der Katz. Ein Versuchskaninchen habt ihr null Chance. Was ist? Ach, du grüne Neune. Die sind ja schneller als die Polizei erlaubt. Wie mach ich das bloß? Moin, Herr Köppert. Moin, Herr Schubert. Lassen Sie mich raten. Zierfischfutter wie immer, oder? Nee, ist diesmal dienstlich. Nanu, verkaufen Sie neuerdings vom Fußboden? Ach, die vertreten sich nur ein bisschen die Beine. Hasen, was? Nee, Zwergkaninchen. Niedlich, Sie sicher. Seien Sie, Herr Köppert, bei Ihnen hat niemand nachgefragt, ob Sie eventuell interessiert sind, illegale Zuchttiere aufzukaufen. Was denn? Seit wann gibt es denn bei den Tieren noch illegale? Heute Nacht ist bei einem Züchter eingebrochen worden.
Die Täter haben jede Menge Versuchstiere mitgehen lassen. Katzen, Hunde, Meerschweinchen und... Zwergkaninchen, ne? Ja, woher wissen Sie? Hat im Radio gehört. Ah ja, dann wissen Sie auch, dass diese Tiere heute an ein Versuchslabor ausgeliefert werden sollten. Das ist auch so ein Wort, ausgeliefert. Die Tiere sind den Menschen wirklich ausgeliefert. Finden Sie das nicht auch, Herr Schubert? Na ja, da mögen Sie ja recht haben. Aber ein kriminelles Delikt bleibt es trotzdem. Und deshalb zeige ich Sie nochmal... Ich sah, Herr Schubert, wie mit den armen Viechern umgegangen wird, ist kriminell. Hören Sie, Herr Kapper, ich habe einen dienstlichen Auftrag. Haben Sie überhaupt eine Ahnung, was so ein Tier empfindet? Wie das leidet in so einem Versuchslabor? Also nun lassen Sie mal die Kirche im Dorf. So ein Tier ist ja nun immerhin kein Mensch. Ja, da haben Sie recht. So ein Tier wäre zu solchen Gemeinheiten ja nicht fähig wie der Mensch. Bravo! Herr Köppert, genug diskutiert. Mein dienstlicher Auftrag lautet, Sie zu fragen, ob diese Kaninchen hier... Ja, fahren Sie nur, ich habe nichts zu verbergen. Die Kaninchen interessieren Sie? Ah, kann ich verstehen hier. Streichen Sie doch mal über das Fell. Spüren Sie die Wärme, die von dem Tierchen aussieht, ja? Sein Herzschlag, fühlen Sie doch mal. Herr Köppert, Sentimentalitäten kann ich mir in meinem Beruf nicht leisten. Sagen Sie mir jetzt klipp und klar. Was heißt da Sentimentalität? Das ist ein ganz normales Gefühl, wenn Sie Mitleid mit so einem armen Viech kriegen. Das hat mit dem Beruf nichts Herr zu tun. Herr Köppert, ich frage Sie jetzt zum letzten Mal. Ich sage nein. Was? Ich sage nein, ich habe nichts zu verbergen. Ah. So? Ach, die! Wie schon gesagt, die verdrücken sich nur ein bisschen die Füße. Gut. Ist gut, Herr Köppert. Ich gehe ja schon. Hat, hier, hätte beinahe ihr Eigentum mitgenommen. Ach, das macht doch nichts. Ich habe jede Menge von den Tierchen. Was ist denn, Herr Köppert? Sie sehen ja plötzlich so blass aus. Nehmen Sie doch wieder Platz, ich bitte Sie. Danke, Herr Wachmeister. Kollege, was dauert denn das hier so lange? Komm ja schon. Und hast du die illegalen Viecher schon gefunden? Nee. Hast du dir mal überlegt, was das heißt, illegal? Hast du schon mal darüber nachgedacht, wie so ein Tier den Menschen ausgeliefert ist? Was meinst du? Na, ich frage dich, ob du eine Ahnung hast, was so ein Versuchstier empfindet. Nee, bin noch nie ein Tier gewesen. Sag mal, spinnst du? Ich sag dir was. So ein Tier ist nie zu solchen Gemeinheiten fähig wie ein Mensch. Ach, und woher hast du das? Von einem echten Tierfreund. Na, ihr Benzin hätten sich jetzt aber sparen können, Chef. Warum haben Sie die Karnickel den Bullen nicht gleich mitgegeben? Wollte ich nicht. Ja, und warum nicht? Ich hab's mir überlegt. Ach was? Ich adoptiere die Viecher. Sollte ich, das hast du ja äußerst geschickt verhindert. Mit deinem Rumrumoren hier den ganzen Morgen. Was treibst du ja? Ich verreise heute. Hast du das vergessen, mein Dickerchen? Ich fahr doch zur Kur. In 2 Stunden geht mein Flugzeug. Ja, hat sie angehört, als ob sie am Flur gelandet ist. Na komm, übertrag nicht. Wie kannst du dich nicht später rasieren? Ich muss mir noch die Haare föhnen. Du bist mir im Weg, Dickerchen. Nenn mich nicht immer Dickerchen. Ich hab mich gerade im Spiegel angeschaut. Ja, im Rasierspiegel. Ich an deiner Stelle würde den Flurspiegel konsultieren. Das hier ist unübersehbar, mein Lieber. Komm von dieser dämlichen Joggerei. Da rutscht alle nach unten. Hast du schon gesehen? Ich habe dir einen neuen Diätplan gemacht für die ganzen 4 Wochen. Er hängt in der Küche am Kühlschrank. Alles kalorienarme Kost. Wenn du dich dran hältst, kannst du mindestens 1,5 Kilo die Woche abnehmen. Und vor allem keinen Alkohol, Schatz. Brunnenwasser steht in der Speisekammer. Hast du was gesagt? Die Körner knirschen so beim Kauen. Auch Knäckebrot, Magerquark und Diätmargarine sind reichlich vorhanden.
Ach ja, und vergiss nicht, die Weizenkörner zu mahlen und einzuweichen. Das ist sehr wichtig für die Verdauung. Ja, ist die halbe Miete beim Abnehmen, ich weiß. Wie du das sagst. Ich denke, das war alles abgesprochen. Ich muss besoffen gewesen sein. Ach, Willi, nun mach mal nicht schon am ersten Tag schlapp. Ich mag dich eben ohne Bäuchlein mehr. Ich bringe schließlich auch ein Opfer. Fahr zur Kur und lass mich innen und außen hübschen für dich. Meinetwegen musst du nicht. Ach, Willi. Ist doch wahr. Mich 4 Wochen lang quälen und das auch noch getrennt. Das grenzt ja schon an Masochismus. Versprochen ist versprochen. Ach, meine Taxe. Du, ich verlass mich auf dich. Hm. Komm, Dickerchen. Pack mir schnell die Koffer zum Fahrstuhl. Schnell. Dickerchen können nur ganz langsam. Möchten wir Sie davon in Kenntnis setzen, dass wir nach eingehender Prüfung der von Ihnen vorgelegten Kalkulationen vorbehaltlich der Zustimmung unseres Aufsichtsrates Ihr köstliches Menü akzeptieren werden. In den nächsten Tagen werden Sie hier an... Was ist denn? Köstliches Menü. Was? Ihr köstliches Menü akzeptieren werden. Habe ich das gesagt? Also steht es auf meinem Blog? Mann, oh Mann, oh Mann, Sie haben ja einen schönen Kohldampf, wa? Hanna, Sie sollen nicht so Berlinern. Das ist doch keiner. Ein Schreibtuch im reinsten Hochdeutsch. Oh, was ist denn nun? Machen wir eine Pause? Höchste Zeit für Mittag. Kein Wunder, dass Sie an Essen denken. Ja gut, also Pause. Mahlzeit. Aber das ist doch kein Essen für einen ausgewachsenen Mann. Aber Hanna, ich bitte Sie, ich habe doch meiner Frau versprochen. Was sie nicht weiß, macht sie nicht heiß. Sie müssen das probieren, Chef. Das habe ich neulich in unserem Kochkurses gelernt. Na, ihn muss ich ja zum Verkosten haben, wa? Das sind echte böhmische Knödel. Mm. Also, man schneidet die Kruste von den Schrippen ab, würfelt sie klein und röstet sie in Butter. Mm. Dann nimmt man Mehl und mit Eifer quirlt sie Milch. Bürodirektor Ballmann, guten Tag. Selbstverständlich, gnädige Frau. Ich verbinde Sie sofort. Ihre Jatin. Hallo, mein Schatz. Ja, gut angekommen? Alles in Ordnung? Na, fein. Wie ist denn das Wetter dort? Was heißt, ich habe den Mund voll? Ja, ich esse hier gerade meinen kleinen Diätimbiss, weißt du? Schmeckt einfach köstlich. So frisch, so gesund. Nein. Hallo? Sie haben sich nicht zufällig in der Tür geirrt? Nein, ich glaube nicht. Nicht? Tja, was verschafft mir denn das Vergnügen? Ich wollte Verena besuchen. Verena, meine Frau? Oh, das war dumm. Die ist nicht... Ach, sie ist nicht da? Nein, leider ist sie nicht. Naja, damit hätte ich eigentlich rechnen müssen, so unangemeldet, wie ich komme. Ich bin auf der Durchreise, wissen Sie? Verena ist zur Kur, kommt erst in 4 Wochen zurück. Das ist ja ärgerlich. Ja, aber kommen Sie doch erst mal rein. Sie sind Willi, nicht wahr? Verena ist Mann, ja. Ich bin Silvia, eine Schulfreundin ihrer Frau. Ah ja? Darf ich? Danke. Wir haben uns ewige Zeiten nicht gesehen. Aber wir schreiben uns häufig. Sie haben noch nie von mir gehört? Sicher. Verena hat schon von ihr. Wahrscheinlich habe ich's. Also ehrlich gesagt, nein. Dann macht doch nichts. Lernen wir uns halt jetzt kennen. Tja. Darf ich vorgehen? Wahl.
Ja. Oh, Entschuldigung. Bitte. Ohne Torerfolg. Nehmen Sie doch Platz. Frau. Silvia, ganz einfach Silvia. Ganz einfach Silvia, na klar. Und ich heiße... Winnie, ich weiß. Darf ich Ihnen irgendetwas zu trinken anbieten? Ja, Sie doch. Whisky, Calvados, ganz vorzüglichen Grappa. Wasser bitte. Wasser? Ja. Zum Trinken? Ja, oder dachten Sie zum Händewaschen? Nein, Wasser also. Bin gleich wieder zurück. Sie sind auf der Durchreise, sagten Sie? Beruflich? Ja, beruflich. Den ganzen Tag über Konferenzen, Besichtigungen, Kundenbesuche. Fürchterlich. Der reinste Stress, verstehe. Ja, und da dachte ich mir, mach den netten Abend. Besuchst Verena, plauderst mit ihr über alte Zeiten. Naja, und nun? Müssen Sie mit mir vorlieb nehmen und ein Glas Wasser. Nicht gerade Abend füllen, was? Wir beide könnten uns ja unterhalten. Ja, könnten wir. Wissen Sie was? Ich lade Sie zum Abendessen ein. Einverstanden. Aber nur unter einer Bedingung. Ich höre. Das Restaurant bestimme ich. Einverstanden. Bitte schön, bitte. Wie wär's mit einem kleinen Magenanwärmer vorher? Ha? Ein Früchtecocktail vielleicht? Früchtecocktail? Bisschen süß, ne? Oder wünschen Sie einen Gemüsesaft? Einen Tee? Tee? Nee. Wir wollen ja nicht bei Ihnen frühstücken. Ich dachte an so einen kleinen Lütten, ne? Also ich nehme den Gemüsesaft, bitte. Eier? Ah, ja? Ja, dann mir auch einen. Bitte. Zwei Gemüsesäfte. Gemüsesaft. Falls Sie es nicht bemerkt haben sollten, Willi... Dies ist ein vegetarisches Restaurant. Sagen Sie bloß. Enttäuscht? Überrascht. Ist mir gar nicht aufgefallen. Sieht doch hier ganz normal aus. Wie haben Sie sich denn so ein Lokal vorgestellt? Ja, wie? Dass die Wände mit Salat und Gemüse tapeziert sind? Die Kellnerin in Kohlblätter gehüllt ist? Eine Schwarzwurzel durch die Nase? Oh, jetzt nehmen Sie sich mal ganz schön auf den Arm, ne? Na, da hätte ich aber meine Schwierigkeiten. Ach, schon verstanden. Sie spielen auf mein Gewicht an. Nicht böse sein. Doch, überhaupt nicht. Finden Sie mich denn wirklich zu dick? Zu dick? Was ist das für ein Wort? Eher etwas, etwas unproportioniert. Unproportioniert? Ja. Also ein Mannsbild wie Sie, stattlich und gut anzuschauen, da fällt sein Bäuchlein schon auf. Und das missfällt Ihnen? Ja, nicht sonderlich. Bei Männern in Ihrem Alter gehört das irgendwie zum Habitus. In meinem Alter? Ja, damit muss man sich eben abfinden. Muss man? Mhm. Tue ich aber nicht. Ich mache gerade eine Diät. Was sagen Sie nun? Das ist ja prima. Da sind wir doch hier genau richtig. Ja, als ob Sie es geahnt hätten. Nun, haben Sie gewählt? Ja, ich hätte gerne den Rot-Rübensalat, den Grießnudel-Lauchauflauf und Artischocken mit Pfefferminz. Und Sie? Soll ich Ihnen was sagen? Ja. Ich nehme das Gleiche. Ja gut, also zweimal bitte. Und als Nachspeise hätten wir gerne Magerjoghurt mit Sander. Genau das. Und was trinken die Herrschaften? Ja, eine Flasche Bodenkirchener Säuerling, ist das recht? Das hört sich gut an. Hauptsache, er ist nicht zu trocken. Und bitte einen Eiskübel. Einen Eiskübel? Sehr gut. Was grinsen die so dämlich? Bodenkirchener Säuerling, Willi, ist ein Calcium-Magnesium-durchsetztes Brunnenwasser. Großer Gott. Hier gibt's nichts Alkoholisches. Na, fabelhaft. Das wird ein richtig netter Abend. Tja, da wären wir. Vielen Dank fürs Bringen, Willi. Keine Ursache. Bin lange nicht mehr so weit zu Fuß gegangen. Nach dem Essen sollst du ruhen oder 1000 Schritte tun. Das waren aber mindestens 2000. Und so gesund. Ja. Noch einen kleinen Abschlusstrink in der Hotelbar? Da weiß ich was Besseres. Ja? Was denn? Wie viel Zeit haben Sie? Für Sie unbegrenzt. Na, ausgezeichnet. Sie klinken sich einfach in mein abendliches Programm ein. Oh ja.
tolles Programm. Nur man sieht sie so selten. So, ein Whisky-Soda, der Herr. Danke. Auf Ihr Wohl, Silvia. Auf das Ihre, Willi. Wissen Sie, was komisch ist? Nein. Dass ich gar nichts von Ihnen weiß. Was möchten Sie denn wissen? Nun ja, zum Beispiel... Ob ich verheiratet bin? Zum Beispiel, ja. Nein. Geschieden? Nein. Sie wollen mir doch nicht weismachen, dass eine so attraktive Frau wie Sie ledig durch die Gegend läuft. Warum nicht? Nun ja, eben. Warum nicht? Mein Mann ist letztes Jahr gestorben. Oh. Herzinfarkt. Ach. Wie das eben so passiert. Zu viele Bierchen, zu viele Schnäpschen, zu fettes Essen, zu wenig Bewegung, zu viel Stress. Verstehe. Tja, es kam alles ganz plötzlich. Noch ein Whisky-Soda? Ja, aber ohne Whisky. Ohne Whisky. Nun sagen Sie schon. Wissen Sie, dass ich Sie sehr mag? Ich Sie auch, Willi. Wie Sie da plötzlich vor meiner Wohnungstür standen. Also, irgendwie... Irgendwie Fügung, ne? Könnte man sagen, ja. Und Sie mögen mich wirklich? Wirklich, Willi. Bis auf... Ja? Soll ich ehrlich sein? Ja. Das da. Also doch. Sehen Sie, jetzt sind Sie mir böse. Nein, es stört mich ja selber. Und ich garantiere Ihnen, ich werde in den nächsten Wochen rigoros, Silvia. Ich muss Sie unbedingt wiedersehen. Einverstanden. Ja? In ungefähr 3 Wochen bin ich wieder in Berlin. Das ist ja wunderbar. Nur eins ist wirklich schade. Was? Leider ist Verena dann immer noch zu Kur. Tja, das ist wirklich sehr ärgerlich. Ich mich freue. Wo sind Sie? Im Hotel. Ah ja. Wo und wann sehen wir uns? Heute. Sehr gut. Sie kommen zu mir. Ja. Wie gehabt. Und da habe ich auch eine Überraschung für Sie. Ein handverlesenes Abendessen für 2. Bin nicht erwartet. Aber natürlich habe ich dich erwartet. Komm doch in meine Arme. Und wie ich dich erwartet habe. Das kann doch gar nicht sein. Woher wusstest du? Geh doch erst mal rein. Willi, du bist ja ganz schlank geworden. Hast gar kein Bäuchlein mehr. Also, dass du das geschafft hast. Da staunst du, was? Alles eine Sache des Willens. Du siehst aber auch ziemlich prächtig aus. Oh, danke. Willi! Ich traue meinen Augen nicht. Ist das alles zu meinem Empfang? Zu deinem Empfang, ja. Hübsch, nicht? Ja, aber woher wusstest du, dass ich heute komme? Tja,
Ich bin 2 Tage früher geflogen, weil Silvi in Berlin ist. Du weißt, meine Schulfreundin, ich hatte ihr von dir erzählt. Nein, hast du nicht. Habe ich nicht? Nein. Ich habe in deiner Dings da, in deiner Bio-Schönheitsfarm angerufen. Da hat man mir gesagt, du seist bereits abgereist. Und da dachte ich mir, ich überrasche dich auch. Ich werd verrückt. Ein Rohkostsalat. Selbst geschnetzelt. Und es gibt auch noch... Bitte, Schatz, mach nicht auf. Warum nicht? Dieser Abend gehört uns, nur uns beiden, wer auch immer an der Tür ist. Weh, das ist der Taxifahrer, der bringt den Rest meines Gepäcks. Hallo? Silvia, Sie können nicht kommen. Ja, da fällt mir ein Stein vom Herzen. Verena ist nach Hause gekommen. Ja, 2 Tage früher, ohne Vorankündigung. Stellen Sie sich das mal vor und... Was? Sie wissen es? Weiß sie auch, dass wir... Na, Gott sei Dank. Und bitte nicht ein Wort darüber, ja? Das bleibt unser kleines Geheimnis, ja? Also bis bald mal. Und was? Sie wollen Verena sprechen? Verena? Silvia, meine... deine Schulfreundin. Oh! Hallo, Silvi. Ja, du, ich bin gerade angekommen. Wann sehen wir uns denn? Na, du, ich richte mich da ganz nach dir. Billy, da riecht es plötzlich so angebrannt. Oh Gott, der Auflauf. Ach! Jetzt kann ich sprechen, er ist weg. Du, das hat ja hundertprozentig funktioniert. Der sieht fabelhaft aus. Rank und schlank wie in seinen besten Jahren. Silvia, ich danke dir für deine Hilfe. Oh nein. Die ganze Mühe umsonst.